Yves Sinka. Ich bin Gründer und Partner von YSMK. Ich habe ursprünglich die Handelsmittelschule gemacht, bin dann ein Jahr zu der Canon Schweiz gearbeitet, auf dem Büro, und habe mir eigentlich jeden Tag gewünscht, dass der Zug Verspätung hat. Es war nicht so ein tolles Jahr gewesen. Aber ich habe mich dann dort entschieden, Fotografie zu studieren. Bin auf London gegangen, dann Fotografie studieren und habe während der Zeit das Quotum, das Kulturmagazin, geholfen aufbauen. Ich habe noch eine Galerie mit einem Kollegen zusammen gegründet, eine virtuelle, aber auch eine physische. Und nach einem weiteren Jahr in London, wo ich bei einem Start-up geschafft habe und bei einem berühmten Designer, bin ich zurück auf Zürich und habe dort zusammen mit drei Kollegen YSMK gegründet. Was die meisten Leute, habe ich das Gefühl, verstehen unter Design, Gestaltung, Grafik. Ich glaube aber, Design lässt sich eigentlich in vielen Bereichen brauchen. Zum Beispiel bei Produkten, klar auch bei geprinteten Sachen, bei physischen Produkten, bei digitalen Produkten. Ich glaube, gutes Design merkt man dann, wenn man zum Beispiel eine Software kann brauchen und sie funktioniert. Man versteht von Anfang an, wie sie funktioniert. Man braucht keine Erklärung, weil einfach alles durchdenkt ist. Weniger Grafik und mehr Technologie.